Willkommen bei Berlin A&O. Heute versuchen wir, hinter die Geheimnisse des Ortsteils Dahlem zu kommen. U-Bahn-Stationen, die mehr nach Landgütern als nach Bahnhöfen aussehen. Ein Stadtteil, der vom Bauernhof in kurzer Zeit zum Zentrum der Forschung und dann zum Brennpunkt alliierter Geschichte wurde. Um den Ortsteil zu verstehen, fangen wir unsere Tour an einem alten Rittergut an. Gegenüber vom U-Bahnhof Dahlem-Dorf liegt die Domäne Dahlem. Hier ist heute ein Freilandmuseum für die ganze Familie. Doch schon seit 800 Jahren wird hier Landwirtschaft betrieben und hier beginnt unsere Spur. Um 1800 geht ein preußischer Minister auf Shoppingtour und kauft sich privat allerlei Landgüter, darunter das in Dahlem. 40 Jahre später stirbt er und seine Tochter hat für den Landbesitz ihres Vaters keine Verwendung mehr. Also verkauft sie ihn an den preußischen Staat. Der betreibt hier erst einmal weiter Landwirtschaft. Doch die Welt ändert sich im 19. Jahrhundert stark. In Europa entstehen neue Nationen, darunter das Deutsche Kaiserreich, und treten mit den alten Mächten in Wettbewerb, so auch in der Wissenschaft. Unter Preußens heimlichen Kulturminister Friedrich Althoff wird Deutsch zur Sprache der Forschung. Und so wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts Dahlem, Nachbar der reichen Gemeinden im Berliner Südwesten, zum Standort von Villen und der Kaiser-Wilhelm-Institute zur Forschung auserkoren. Hier sollte das deutsche Oxford entstehen, zu dem wir von der Domäne Dahlem aus als nächstes gehen. Die Institute spielten eine wichtige Rolle für die Forschung in den deutschen Staaten Anfang des 20. Jahrhunderts. Otto Hahn und Fritz Strassmann entdeckten hier die Kernspaltung. Größen wie Max Planck, Lise Meitner und Albert Einstein arbeiteten hier. Mit der Machtübernahme der Nazis verließen aber viele Forscher das Land. An dem Institut wurde nun auch an Giftgas- und Rassenforschung gearbeitet. Nach dem Krieg war die Wissenschaftssituation in Berlin, das zwar noch nicht geteilt, aber von ideologisch konkurrierenden Staaten besetzt war, besonders. Es gab nur eine Berliner Universität, die heutige Humboldt-Universität. Sie lag im sowjetischen Sektor und unterlag mehr und mehr kommunistischen Einflüssen. Nachdem Studierende von der sowjetischen Geheimpolizei festgenommen und zur Zwangsarbeit verurteilt wurden, kam es zum Bruch. Die Freie Universität wurde mit Unterstützung der Amerikaner gegründet. Ihr erster Sitz war im ehemaligen Kaiser-Wilhelm-Institut für Biologie in Dahlem. Mit zahlreichen Instituten, dem Botanischen Garten und einem eigenen Universitätsklinikum war es eines der Vorzeigeobjekte im amerikanischen Sektor. Als Symbol der Freiheit, Offenheit und Transparenz wurde 1954 der Henry Ford-Bau als Zentralgebäude erbaut. Dass die Uni eines der Zentren der 68er-Bewegung war, spricht dafür, dass es sich dabei um mehr als einen Slogan handelte. Bis heute wurde der Campus immer wieder erweitert, vor allem um die drei Lauben genannten Gebäude. Rostlaube, Silberlaube und, 2015 eröffnet, die Holzlaube. Der FU-Campus ist so offen gestaltet, dass man bei einem Spaziergang gar nicht recht mitbekommt, was für einen großen Teil des Ortsteils er einnimmt. Wir verlassen den Campus und kommen auf dem Weg zum Thielpark am U-Bahnhof Freie Universität vorbei. Eröffnet mit dem Namen Thielplatz, wurde der ländliche Charakter der Gegend seinerzeit beim Bau aufgenommen. Das Empfangsgebäude wurde im Stil eines Landhauses gebaut.
Der ländliche Stil wurde auch bei den anderen Stationen an der Strecke in Dahlem Inspiration. Die Station Dahlem-Dorf erinnert mit ihrem Reetdach an ein norddeutsches Gutshaus. Und der Bahnhof Podbielski-Allee hat Ähnlichkeit mit einer Dorfkirche oder einer mittelalterlichen Burg. Vom U-Bahnhof aus spazieren wir durch den langgezogenen Thielpark. Mit kleinen Wäldchen, Bächen und einem Teich ist er ein idealer Ort zum Entspannen. An seinem Ende liegt das Alliiertenmuseum. Die USA prägten den Ortsteil in der Nachkriegszeit nicht nur durch die Unterstützung des Forschungscampus, sondern auch durch ihr Militär, welches zu großen Teilen hier stationiert war. Das Alliiertenmuseum, unschwer an dem großen Transportflugzeug zu erkennen, beherbergt eine kostenlose Ausstellung zur Geschichte der Westalliierten in Berlin. Der Standort des Museums ist kein Zufall. Es war früher ein Soldatenkino in der Nähe des US-Hauptquartiers in Dahlem. Von hier aus organisierte der US-General Lucius Clay, nachdem auch die Clay-Allee benannt ist, die Luftbrücke. Diverse US-Präsidenten, von Kennedy bis Reagan, waren hier zu Gast. Heute findet sich auf dem Gelände noch das US-Konsulat. Der Großteil der anderen Gebäude gehört nun zu einer Wohnanlage. An dieser Stelle beenden wir unseren Streifzug durch die Geschichte und die Gegenwart von Dahlem. Wir sind am U-Bahnhof Oskar-Helene-Heim angekommen und fahren von hier aus mit der U3 zurück nach Hause. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.